Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach nunmehr 3,5 Jahren kommen wir heute mit dieser Debatte, die ist ja schon richtig schwungvoll, zum Abschluss des Untersuchungsausschusses. Und auch wenn die letzten Meldungen aus dem Ausschuss etwas konfliktreich waren, aber so haben wir doch insgesamt, das schon erwähnt worden, über 581 Stunden, die der Ausschuss getagt hat, zusammengearbeitet. Und zwar gut, ziemlich gut und manchmal sogar sehr gut zusammengearbeitet. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Danke. Bei allen unterschiedlichen Sichtweisen und Bewertungen war unser Ziel immer aufzuklären und auch wenn die Vorgehensweise manchmal sich unterschied. Aber am Ende muss man auch sagen, wir haben mehr über die Arbeit unserer Nachrichtendienste erfahren als über die Dienste der Five Eyes. Hier besonders der Namensgeber des Ausschusses, den konnte man leider nicht mehr ändern, der hatte sich schon geprägt, oder dem britischen Geheimdienst. Dort gab es regierungsseitig so gut wie gar keinen Willen zur Zusammenarbeit. Ebenfalls keine Kooperationsbereitschaft zeigten allerdings in diesem Zusammenhang auch diese angeblich sehr kooperativen Firmen wie Facebook, Apple, Microsoft oder Google. Es sollte die Frage geklärt werden, in welchem Rahmen sie den US-Geheimdiensten zuarbeiten oder sogenannte Backdoors zur Verfügung stellen. Nachdem wir die Vorstandsvorsitzenden dieser Firmen als Zeugen vor den Ausschuss geladen hatten, wurden die Zusagen zum Erscheinen aber auch immer vager. Zum Schluss wollten sie nur noch an einem gemeinsamen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden, einstündigen Informationsgespräch zustimmen. Das ist aber keine verwertbare Zeugenaussage, das ist ein Kaffeekränzchen und darauf haben wir verzichtet. Wir können als Untersuchungsausschuss leider ausländische Zeugen nicht zu einer Aussage nach Deutschland zwingen oder herzitieren, aber jeder kann sich doch jetzt seine eigenen Schlüsse daraus machen, was das zu bedeuten hat. Doch zurück zu unseren Diensten. Eine der großen Überraschungen war hierbei für uns auch, dass der sogenannte, der sich verfestigt hatte, 360-Grad-Blick der Spionageabwehr bis zu den Snowden-Veröffentlichungen so gut wie gar nicht praktiziert wurde. Russland, China und noch einige andere einschlägige Länder standen bis vor kurzem mit weitem Abstand im Zentrum der Arbeit der zuständigen Abteilung. Das ist auch völlig richtig und soll auch überhaupt nicht geändert werden. Aber für den Rest der Welt, so circa um die 155 Staaten, war jedoch nur ein einziges Referat zuständig. Das heißt, nur wenige Mitarbeiter warfen ein Auge auf die Aktivitäten unserer Partner, auch aus den sogenannten Five Eyes-Staaten. Das bedeutet für die Praxis, dass sich kaum jemand aktiv um Aufklärung bemühen konnte, sondern sich allein darauf beschränkt, Hinweisen Dritter, andere Bundesbehörden oder ausländische Partner auf verdächtige Aktivitäten nachzugehen. Das war also aber auch bei der Personaldecke nur begrenzt möglich. Der ehemalige Präsident des BND, Herr Schindler, hat recht eindrücklich geschildert, dass auch die Nachrichtendienste befreundeter Staaten ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen. Sie sind keine Freunde, sondern Partner. Und auch auf die muss ein wachsames Auge geworfen werden. Und das war allen klar. Und ich sage extra, allen war das die ganze Zeit klar. Ein weiteres Problem im BND, das immer wieder auftauchte, waren eklatante Mängel bei den Dienst- und Meldewegen. Hört sich ein bisschen dröge an, ist aber ziemlich wichtig. Teilweise hatten wir den Eindruck, dass es eine gläserne Decke gibt, durch die Informationen nach oben überhaupt nicht durchdringen. Als zum Beispiel Sachbearbeiter richtigerweise erkannten, dass NSA-Selektoren problematisch sind, versickerte die Warnung in der Hierarchie. Zwar nicht ungehört, aber ohne Konsequenzen. Die Information gelangte wohl nie bis zur Hausleitung und gar nicht ins zuständige Kanzleramt. Umgekehrt fragte aber auch Kanzleramt oder Minister niemals proaktiv nach, denn das hätte auch zur Dienst- und Fachaufsicht gehört. Auch auf den Entscheidungsebenen. Deutlich wurde auch, dass bei den NSA-Selektoren oft an einer Dokumentation über deren Herkunft und Zweck es fehlte. Auch die Datenübermittlung an andere Nachrichtendienste wurde nicht ausreichend dokumentiert. Bei entsprechenden Nachfragen in der Zeit des Untersuchungsausschusses wurden von der NSA eine große Anzahl der Selektoren kommentarlos zurückgezogen. Erst in der Zeit des Untersuchungsausschusses. Die rechtlichen Voraussetzungen fehlten offenbar. Und kaum vorstellbar, dass der Abteilungsleiter und der Präsident des BND erst durch den Beweisbeschluss des Untersuchungsausschusses im März 2015 über umfangreiche Deaktivierung problematischer NSA-Selektoren informiert wurde. Das ist ein klassischer Fall fehlender Kultur zur Remonstranz.
registrieren. Und offenbar wurde die Möglichkeit, dass es bekannt werden könnte und in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss landen könnte, nicht ansatzweise in Betracht gezogen. Dabei geht es nicht um die Schuldfrage von Sachbearbeitern, sondern vom Führungsstil und Gesamtverantwortlichkeit der Leitungsebene des BND. Immer wieder hörten wir die Aussagen von Zeugen, dass sie den Eindruck hatten, dass Hinweise und Problemmeldungen offenbar nicht gewollt bzw. nach Hinweisen nichts passierte. Und dieses Abschotten von Problemlagen setzte sich über alle Führungsebenen hinweg bis ins Kanzleramt fort. Bei sich abrupt ändernden Weltlagen, sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten und neuen Bedrohungen sind eine schnelle Anpassung und Reaktion des BND und anderer Behörden unter Beachtung von Grundrechten jedoch von entscheidender Bedeutung für unsere Sicherheit. Das Potenzial zur Aufgabenerfüllung ist da. Im Bereich der Struktur und der sogenannten Unternehmenskultur gibt es da aber noch richtig viel Luft nach oben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Dr. Konstantin von Notz das Wort.